Hallo Leute, mein Name ist Christian Enzog und herzlich willkommen zum vorletzten oder letzten Part von Mario Slam Basketball. Ja, kommt darauf an, wie gut wir uns diesen Part schlagen, nämlich heute kommen die schlimmsten Stages des kompletten Spiels. Die Wasser Stage, die Ice Stage, na gut, die Geisterschiff geht noch, aber danach kommt noch eine und oh ja, die hat's in sich. Hoffe das Beste. Natürlich mit unserem Standardteam. Und los geht's. Das erste Duell haben wir gegen Mario, Yoshi und Diddy Kong. Alles klar. Bowser tritt gegen seinen eigenen Sohn an. Okay. Werde ich in diesem Part nicht so auf die Cam konzentrieren, sondern eher auf das Spiel, weil es ziemlich schwer wird. Also wünsche mir Glück. Zu spät, Diddy. Vergaß, dass man hier slidet. Die Eisblöcke hatte ich noch im Kopf, aber das slide nicht mehr. Damit. Die Duelle werden jetzt vermutlich sehr knapp. Keiner mit. Kein Risiko eingehen. Obwohl die werde ich später nochmal tun, aber nur. Fort. Ich kann nicht wechseln. Ich hatte die richtigen Moves, war aber nicht lange genug dran. Oh, jetzt ist knapp. Rein damit. Jetzt sind sie schon wieder stärker. Einfach rein. Das wird ein knappes Duell. Keine Ahnung, wie ich das hinbekommen habe, aber es war ein Korb. Puh, das war knapp. Hätte ich mich einmal gedreht, wäre ich dran gewesen. Ja.
Schade, es hat nicht mehr gezählt. Die Bombe war eigentlich noch im Explosivradius. Hätte klappen können. Okay, das war mal ein miserabler Start überhaupt, aber es hat geklappt. Hätte ich noch Münzen abziehen müssen. Tot auf. Ich habe versehentlich meinen Teammate eingefroren. Jetzt wird Samsung echt brenzlig. Weiter Punkte für mich. Das war riskant, aber es hat geklappt. Tja, das bringt ihnen nichts mehr. Wir haben gewonnen. Die erste Runde geht an uns. Das war aber noch das leichtere Feld. Jetzt kommt die Unterwasser-Stage und die ist grausam. Richtig, richtig grausam. Das auch noch gegen den Paragrooper. Buhu und Fly Guy. Ich glaube, der Buhu ist neu und wird jetzt freigeschaltet. Nee, das kann er nicht. Ich habe Nana freigeschaltet. Aber wir haben auf jeden Fall zum ersten Mal den Buu als Gegner.
Unterwasserlevel sind sowieso in Videogames immer ziemlich schlimm. Ich mag sie nirgendwo. Und ja, auch hier. Bewegt sich nicht schnell in Slow-Mo. Die Flugzeuge verdauen nochmal alles zusätzlich. Ja, die gibt es ja noch. Nom-nom. Ich hasse diese Stage. Dann sind es auch noch alle fliegende Gegner. Na super. Wir treten gegen eine Bande fliegender Gegner in einer Unterwasser-Stage an. Wie sagte Dory, einfach schweben, schweben, schweben. Tja, das können wir nicht so gut. Beinahe drauf eingefallen. Ah, verfliegt sich an dem Boden, nicht bemerkt. Na gut, er ist ein Geist. Geist nicht sofort bemerkt worden sind. Einer mit. Oh, diese Stage ist so grausam mit ihrer Zeitlupe. Tja, und Luigi und Geister waren noch nie eine gute Kombi. Rein damit. Hier gibt's nur kleine Punktzahl, aber man kommt auch kaum fort. Das will ich nicht. Bitte zum Comeback. Nein, der Blooper! Schade. Aber wenigstens haben wir einen Vorteil. Ich habe nur die Truhe gesehen und bin weggesprungen. Diese miese Truhen. So, der ist drin. Toll, er hat geworfen. Ich dachte, der passt zu Cooper. Aber das konnte man so schwer erkennen durch das Wasser.
Rein damit. Boah, ich hasse die Stage und die Blooper sind echt nervig. Dammit! Diese Bloopers! Die hasst aber auch jeder mal im Universum immer. Geschafft. Das gibt eine Menge Punkte. Eine Stage nicht nochmal machen will, dann diese hier. Also wehe, ich verliere. Einmal drin. Weitere Punkte für mich. Okay, das sollten wir eigentlich haben. Außer es läuft jetzt alles schief, was schief gehen kann. Wie das hier zum Beispiel. Hey, wir haben's. Die bräuchten jetzt genügend Münzen, um das noch aufzuholen. Gilt ja nicht mehr, aber trotzdem Sieg. Sieg für mich. Na dann wollen wir zur nächsten Stage kommen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was die dritte Stage alles ist. Na, ich habe schon vermutet, dass wir jetzt auf Bowser treffen. Mit Waluigi und Birdo. Hatten wir die Kombination nicht schon mal? Oder habe ich da gerade nur eine falsche Erinnerung? Das ist nicht das Finale. Dafür habe ich den Cup zu oft gespielt. Ach ja, hier gibt es diese Krakenarme aus Mario Odyssey. Stimmt ja. Los geht's. Und es wird geschossen. So wird geschossen. Nicht ernsthaft! Okay, die Stage wird mies. Ich wäre die leichteste. Ja, so viel dazu. Von allen, wenn random Kanonenball hinschießen. Los! Diese random Kanonen. Man muss hier wirklich Münzen arbeiten. Das ist reines Glücksspiel hier. Und es gibt eine Glücksspiel-App hier im Spiel.
Piratenschiff ist mehr Glücksspiel als das Glücksspiel, ne? Oh Mann. Die schlimmste Map bisher. Und ich dachte, die anderen wären schlimm. Der ist noch drin, zum Glück. Den brauchten wir. Aber wir schaffen es leider nicht. Zum ersten Mal sind wir im Nachteil. Das hatten wir schon mal. Aber wir gewinnen das noch. Wie so Pluto. Damit. Mama mia. Damn it. Einfach Körper sind auch Punkte. Diese Stage füllt mich gerade mit Aggression. Weil sie so schwer ist. Oh, ich hätte ihn bekommen, wäre die Bombe nicht gewesen. Dumme Bomben. Ich hab's gesehen. Luigi. Yes, au. Ich brauch noch einen Punkt.
Nicht sie! Noch ein Korb muss ich schaffen. Rosa? Rosa stand direkt vor dir und es ist ja nicht so, als wäre er ein dünner Charakter. Yes! 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 Jetzt dürfen sie bloß nicht nochmal reinkommen. Ärgere ich mich wirklich. Es gab so viele 1A-Chancen, die plötzlich durch Kanonenkugeln weggespallert wurden. Und dann auch noch so knapp. Mann, ich dachte, die erste Niederlage kommt bei der Stage gleich, aber wir machen sie jetzt schon. Na toll. Okay, nochmal von vorne. Reines Glücksspiel hier auf der Stage. Ich glaube, das war den Korb im letzten Part. Bowser hat sich gerecht. Und zwar mit seiner vollen Gewalt. Werfen.
Ich hatte so viele Chancen, dann ist mir irgendwas hochgejagt. Diese Map hat nichts mehr mit Gameplay zu tun. Es ist einfach nur Glück. Vor allem, wenn die Roten nicht ihren Job machen. Wir haben Münzen gebraucht. Ich muss das riskieren. Dabei sind das doch nicht mal die Square Enix-Charaktere. Es wäre ein Wunder, wenn wir das noch schaffen würden. Wunder kriegen wir natürlich nicht! Der Part eben Überlänge. Oh,
musste jetzt natürlich passieren, dass wir auch noch die Münzen verlieren. Na super. Bin froh, dass das hier der letzte Part ist von dem Spiel. Gerade. Den Hund hinterhergejagt. Ja. Nein. Oh, der ist zum Glück drin. Thank you.
Was? Ich glaube, ich kann schon jetzt stehen bleiben. Bringt leider nichts mehr. Die holen wir nicht mehr auf. Here we go again. Wir müssen gleich zum Start die Kröte sammeln. Warum hat Bowser die jetzt bekommen? Den Trick vom ersten Part genutzt. Hatte ich was ich in Vorrunden nicht hatte. Den Startvorteil. Er ist drin, sehr gut. Noch sind wir vorne. Das soll auch so bleiben. Okay, hier hängt gerade alles. Den letzten Teil tun wir in den separaten Part. Ich renne auch noch rein. Luigi! Einer mit. Das System ist gerade am Heulen. Durch die Aufnahme. Irgendwas ist gerade gecrashed.
Alles ist gerade gecrashed. Crap.